Ich bin die Ingrid und ich mache selber gemachte Nudeln mit Pute in Gemüsesoße. Ich habe jetzt 300 Gramm Mehl hergerichtet und das Grundrezept für die Nudeln sind 100 Gramm Mehl und ein Ei. Sonst braucht man nichts. Jetzt wird es erst einmal umgerührt. Man kann eine Salzheitung, braucht man aber nicht, weil wenn man jetzt die Nudeln macht und die möchte man noch aufheben und trocknen, ist es relativ gut, wenn man kein Salz eintut, weil sonst zieht die Nudeln Wasser und das war nicht gut und kann man auch nicht so aufheben. Der macht das Fleisch also einen super Geschmack. Dann gibt noch ein Curry rein, ein wenig Paprika und natürlich Kräuter der Provence. Die können wir jetzt auch noch rein. Gut, und dann wird dieses Fleisch mit dem Fleisch dann vermengt. Also, jetzt habe ich das Fleisch eingewürzt. Das kann jetzt eingehen ins Fleisch. Also, dass der Geschmack dann, wenn man es dann rausbrennt, einfach gut ist. Gut, und jetzt schauen wir mal, ob die Nudeln. Jetzt nehmen wir mal gleich den ersten. Und jetzt machen wir das Fleisch. Jetzt tun wir es einmal anbraten. Zuerst. Das ist angebraten. Jetzt tun wir den Zwiebel dazu. Lassen wir den auch noch mit anbraten. Die Walnüsse. Walnüsse macht auch einen guten Geschmack. Und nachdem wir heuer so viele Walnüsse haben, muss man schauen, dass man es irgendwie immer einbaut. Die Brühe rein. Da muss es sein. Kriegen wir wenigstens feine Soße dazu. So, jetzt da mal einen Deckel drauf. Und jetzt kocht das Wasser von den Nudeln. Jetzt da mal gleich einmal ein Salz rein. Weil ja die Nudeln nicht gesalzen sind, dürfen wir mehr rein tun. Und stellen wir in den Wecker auf 15 Minuten. Weil die brauchen schon von der Dicke her